Fuß zurückgelaufen, aber ich habe noch ein Auto gefunden. Die Frage ist, warum die jetzt keinen Strom haben. Gut, dass wir immer Autos haben. Ich würde gerne hupen können. Oder wie bei GTA coole Musik hören. Ja, das fehlt ein bisschen. Selbstprogrammierbaren. Warum sagst du, du hast keinen Strom, obwohl du Strom hast? Weil der Mast daneben steht. Der hier hat auch keinen Strom. Hier ist gar keine Verbindung an dem Mast hier. Jetzt, ne? Ja. Läuft's. Ah, okay. So, dann... Hallo, Ibims. Ansonsten stellst du einfach einen Solarpanel und einen Akku daneben. Dann hast du überall Strom. Dip, dip. So, was wollten wir jetzt hier machen? Das Kupfer oben anzapfen und Chips produzieren. Chips produzieren. Und die Chips mit Robotern. Ich mach mal gerade, ich habe so gelbe Dinger gebaut. Ja. Ich setz die mal da hinten drüber über die blauen. Ich will das ganze Holz nicht. Lass mich mit dem Holz in Ruhe. Eingestellt, dass ich das Holz will. Ach, das sind meine persönlichen Roboter jetzt. Check. So. Welche nehme ich? Die grünen? Oder die roten Chips? Für was? Wo ich die gelben jetzt drüber baue. Ich glaube erstmal die grünen, oder? Aber produzieren die den jetzt schneller? Werden aber nicht schnell genug beladen. Hm. Grünen Chips, was brauchen die denn? Kabel und Eisenplatten, ne? Kommt das auf einem Förderband an? Bau da mal einen Staplergreifarm hin, der packt sich gleich 6 Sachen auf einmal. Der muss sich, glaube ich, nur einmal drehen, damit genug Material ankommt. Ich glaube, es ist besser, wenn man die unteren grün, gelb macht. Kommen hier schon mal mehr raus. Auch recht haben. Also die, die, wie heißen sie? Kupferkringel da herstellen. Weil dann laufen die oben nämlich die ganze Zeit durch. Davon glaube ich auch noch. Ja, eine. Ich mach mal noch eine Maschine schnell. Schnell ist leicht gesagt. Wir haben ja auch nur Kupfererz. Wo geht das eigentlich hin? Ist ja auch verbrannt. Das geht alles zur Roboterfabrik. Wenn du das meinst. Baue ich mir mal den. Volles Inventar leckt mir die Füße. Jedes Mal. Warum habe ich eigentlich 22 Radare dabei? Vielleicht, weil du die mal irgendwann irgendwo anders aufstellen wolltest. Was ist denn? Warte mal. Ich stelle die eine Maschine noch hier hin. Ich mach mal die mittlere weg. Dahin. Ah, schon besser. Zwei gelbe und eine blaue, dann laufen die Chips fast komplett durch. So pausiere ich mich. Guck mal gerade hier. Mach mal in 10 Minuten.
Blaupause. Oh, hinten kommt ja jetzt Blaupause. Schon kaum noch Eisen an. Ich müsste das mal so andersrum machen, wie da hinten auch. Warte mal. Und Abzwacker hier hin. Ah. Oh, deshalb kommt hier nichts an. Falsch bist. Ups. Ah, jetzt kommt ein bisschen Eisen an. Wo ist denn hier die Hälfte? Oh, bis hier. Das reicht. So, jetzt können sie produzieren, die Dudes. So, hat die erste Hälfte schon immer mal Eisen. Wie kommt hier gerade kein Kupfer mehr? Da muss aber Kupfer kommen. Oh, was mit den Zügen? Warum laufen die Lasergeschütztürme nicht mehr? Ja, das ist was mit den Zügen. Schwarze Tränke, warum kommen keine schwarzen Tränke mehr? Du nicht? Sie haben keine rote Munition. Warum haben sie keine rote Munition? Ich meine, ich habe ja noch hier, aber... Warum haben die keine? Ah, irgendwas ist bei den Zügen. Ich muss mal eben zu den Zügen. Rote Munition, das ist diese hier. Hier kam kein Eisen mehr gerade. Ich fahre mal eben zu den Zügen oben. Was... ein bisschen merkwürdig. Aber man kann sich ein Auto bauen und schnell hinfahren. Noch unterirdisches Rohr. Egal. Einmal 10 hoch 6. Glaube ich 100.000 sind. Oh. Rohr kaputt gemacht. Jetzt kommt wieder ein bisschen Eisen an, also irgendwas ist oben kaputt. Ja, ich bin auf dem Weg. Mit dem Auto hier langkommen ist bloß nicht so einfach. Weil überall Rohre im Weg sind. Da komme ich auch nicht durch. Was mache ich denn jetzt? Zu Fuß gehen. Nein, ich spreng den Wald weg. Fuß gehen, soweit kommt's noch. So, warum spacken die da oben rum? Er will nicht fahren und warum nicht? Komm im Weg. So, es ist alles fertig und bereit und wartet nur darauf, dass es weitergeht. Fährst du nicht? Treibstoff und kannst nicht weiter, weil diese Strecke. Sieh, der eine Strang ist voll mit Eisen. Oh je. Das Eisen schwächelt. Ah. Das Eisen schwächelt, Zeno. Ah. Ich sehe den Fehler. Was ist der Fehler? Teil es uns mit. Ihm ist auf dem Weg der Treibstoff ausgegangen. Aus verfindlichen Gründen. Das mit dem Nachtanken funktioniert noch nicht so ganz klar. Warum nicht? Kann das kein Roboter machen? Derweil vielleicht schon. Bauroboter, die holen mir ein bisschen Holz.
Ding ist, normalerweise, Züge halten ja in Haltestationen. Ja. Und dann sind die Hellen, auf denen sie halten, quasi vorgegeben. Und dann muss man quasi die Lok, also das Ding ganz vorne, mit Treibstoff befüllen. Mir ist aber nicht ganz klar, nach welchem Muster das abläuft. Also zum Beispiel, kann sein, dass in dem Ding Holz drin war und weil Holz drin war, hat er keine Kohle nachgeladen. Obwohl er drei Slots eigentlich hat. Also im Grunde kannst du fest Brennstoff, Kohle und Holz reintun, weil du halt drei Slots hast, um Treibstoff reinzufüllen. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass er halt gerade einen Slot mit Holz voll hatte und deshalb hat er in die anderen beiden Slots, die leer waren, keine Kohle getan. Irgendwie sowas. Also das ist mir noch nicht so ganz schlüssig, ob man quasi dadurch bestimmt, aber jetzt läuft's wieder. Also jetzt fahren sie alle wieder. Bin ich mal gespannt. Und aber das betrifft auch nur. Also mit Eisen hat das nichts zu tun. Warum kommt dann hier kein Eisen an? Kann ich auch noch gucken. Also der Mainbus ist voller Eisen. Auf jeden Fall da, wo ich jetzt noch bin. Ich fahr den mal runter. Hier ist nicht genug Eisen. Hier sollte mehr kommen. Auf jeden Fall. Also Kupfer läuft gerade wieder an. Weil es stehen halt noch drei Züge. Naja. Kupfer ist jetzt gerade nicht so das Problem hier. Was mit deinem Treibstoff aus? Warum kommt hier so wenig Eisen an? Der eine hat wenig. Sind hier schon ein paar leer. Ich meine, mehr anzapfen können wir hier oben nicht. Das eine hier staut sich. Warte mal. Ja, Eisen und Kupfer voll. Wenn ich den mal hier wegmache, warte mal. So. Dann kriegt der schon mal volle Dröhnung. Oben. Ich habe keinen Teiler mehr. Doch, habe ich noch 5 Stück. Oder ich bring den darüber. Oh, Front Driver. Mal kurz so gucken. Und Reach. Und ich finde, man sollte zu zweit in Fahrzeuge gehen. Ja, das wäre zusammen auch cool. Im Panzer rumfahren wäre auch geiler. Ja, der linke Strang ist schon so gut wie ausgelutscht, ne? Ja. Bestaut sich der Rest bis ins Oblivion. So, ich will das mal aus. Haben wir hier oben? Haben wir nicht. Kann ich bauen? Kann ich nicht. Was willst du machen? Ich will das mal mit den Anbieter und den Dingskisten ausprobieren. Ach, die dann da rechts reinstecken und dann links rausladen, oder was? Ja, einfach mal so einen kleinen Tesla, oder das wird für hier oben, glaube ich, nicht praktikabel sein. Aber kannst du denen das, kannst du den Armen das sagen, dass die das, so kannst du den... Du brauchst, glaube ich, immer eine extra... Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Also entweder man tut etwas in eine Kiste und die Kiste beliefert dann alles im Radius, was anfordert, also was braucht, was in dieser Kiste ist. Warte mal, ich probiere es mal aus, warte mal. Also ich habe hier eine Anbieterkiste. So, pass auf. In diese Kiste kommt das Zeugs. Aktive Anbieterkiste. Die braucht aber Logistiknetz. Ja, genau deshalb baue ich ja gerade einen Roboterhanger. Okay. Hast du noch ein paar Bauroboter? Warte mal. So auf Tasche. Logistikanfrage. Ah, nee, Logistikroboter. Der fragt jetzt Eisenerz an. Genau, das macht ja auch Sinn. Warte, die wollen Strom. So, der fragt jetzt Eisenerz an. Und der wird jetzt Eisenerz anbieten. Also der wird jetzt Eisenerz sammeln. Jetzt brauchen wir hier noch Roboter-Hangars. Kommt. Ich kann auch zwei bauen. Oben, ja, sind ja Elektroöfen.
Der eine da oben braucht noch Strom. Ja, eine Sekunde. Weiten hin. Auch Strom und dann. Jetzt Bauroboter, die machen wahrscheinlich nichts, aber hier habe ich Logistikroboter. Ja, die schnappen das jetzt von dir weg tatsächlich. Oh, und packen das zum Beispiel dahin. Ah, da, Logistikanfrage, ich sehe schon. Kann auch einstellen, wie viel da rein soll. Pendeln die wahrscheinlich hin und her. Kriegen das darüber. Das ist eine aktive Anbieterkiste und das ist eine passive, ja. Das funktioniert ja schon mal gar nicht so schlecht. Kann man sich auf jeden Fall was drunter vorstellen. Ja. Das ist doch auch der Moment, wo das Spiel really anfängt Spaß zu machen, sobald man diese scheiß Roboter hat, ey. Und eigentlich Logistik, 4 oder was ist es, oder 3, was wir jetzt erforscht haben. Gibt ihr denn genug von dem Zeug da rein? Warte mal. Wo ist die Kiste? Mal eine Eisenplatte oder zwei. Wie lustig. Die wird nicht mehr leer, die Kiste hier, glaube ich. Oder? Warte. Ja, und das ist ja schon uneffektives Design quasi. Ja. Weil die Sachen weit auseinander sind und ne, wir nur von einer Kiste in die andere packen. Aber man kann damit halt auch direkt die Montagemaschinen. Ja, dann stellst du so eine Kiste vor die Montagemaschine und sagst, was weiß ich, du brauchst Eisenzahnräder und Eisenplatten und Kupferplatten oder so. Und schon hat die Maschine alles, was sie braucht. Schon ziemlich lässig. Oi, oi, oi. Ja, das spannt natürlich auch viele Logistikroboter dann quasi ein. Aber da man 300 pro Roboterhanger haben kann, ist das auch nicht so schlimm. Ja. Ich packe nochmal einen Stapler. Ja, mehr brauchen wir nicht. Die ja. Öfen kommen nicht hinterher. Da rede ich gut. Wie lustig. Aber trotzdem ist es nicht so voll wie sonst. Warum nicht? Weil wahrscheinlich. Weil du die eine Eisen. Ah, nee, aber hier war das sonst auch immer komplett voll. Ja, ja, das ist. Habe ich ja weiter unten gemacht. Ja. Rom ist auch voll. Komisch. Es laufen ja wirklich momentan alle auf Hochtouren. Ja. Es hat kein Dings. Läuft nicht. Vielleicht, weil es sich davor mehr gestaut hat. Das kann, vielleicht kam es uns sein. Deshalb so vor. Ich meine, eigentlich, guck mal, wenn man hier so mit dem Bass runterfährt, gibt's da eigentlich nicht so viel zu meckern. Das ist schon. Aber es ist nicht dicht an dicht. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ernte mal den Scheiß hier gerade ab. Keine. Ich stell mir so richtig vor, wie diese Entwickler von Factorio so in ihrer Garage sitzen und dann dieses Spiel so gemacht haben und denken so, Alter, weißt du, was geil wäre? Und der andere so, nee, was denn? Fliegende Roboter, Junge! Ja, auf jeden. Ich meine, bis zu den Robotern ist ja alles ziemlich realistisch. Also, ich meine natürlich, dass Eisenerz jetzt nicht auf dem Boden liegt und ja, ja, klar. So, aber alles andere gibt es ja in irgendeiner Weise. Aber fliegende Roboter, die hin und her fliegen und Dinge machen, die gibt es halt noch nicht so richtig. Aber man ist ja dabei, ne? Ich sag mal, Amazon Lieferservice mit Flugdrohnen. Ja, stimmt. Endlich kein Trinkgeld mehr dem Pizzalieferanten geben, weil man von der Drohne beliefert wird. So. So. Ja, Rund. An
Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.